So. At Up and Atom, we've kept many of the same menu items. We still serve up all of your weekly saturated fat, salt, and sugar needs in one convenient setting. Up and Atom, food from when we were morally superior. Ich liebe das Fernsehen. Team that protects your innocence any way they can. They are Tallulah, Sebastian Kaden, Zoe, Quota, and Dirk. We don't tolerate difference. Rico hat mich angestupst. Wer hat dich angestupst? Enrico. Aber wieso kommt er nicht rein? Keine Ahnung. Keinen sinnvollen Text. Nee, was kommst du hier nicht rein oder was? Ah, er kommt hier nicht rein. So, schönen guten Abend. Jetzt mag er nicht mit uns reden. Guten Abend. Guten Abend. Sind wir noch lebendig oder schon tot? Ich fühle mich, ob ich eine Elektroanomie hatte. Okay. Guck halt Fernsehen. And what does science teach us that caused the dinosaurs to go extinct, Tallulah? A giant meteor? No, not a giant meteor. Sebastian Kaden? A huge flood? That's right, Sebastian. A giant flood that in fact destroyed the dinosaurs and the Romans. Now, we as a civilization are the devastating threat from the environment. Now, what is that threat? Quota. Climate change? Correct, climate change. Ergo, a dangerous change in our moral climate that makes us stop caring about the terrible menace that will alter the future. Jetzt muss ich mal kurz raustappen. Du musst ja erst mal, wenn du raustappst, ich weiß nicht, was man noch. Also manchmal frage ich mich wirklich, was man Menschen eigentlich antun muss, damit sie es mitkriegen, dass ich auf Hitbox bin, nicht mehr auf Twitch. I am talking about a football game. Now, this weekend's big game. Ich krieg bei Hitbox und ich auf deinen Kanal gehe 404. Wickenburg Canyon High. These are evil, evil people that must be stopped. And next week we'll move on to the. Ist dein Kanal geschlossen bei Hitbox? Nicht, dass ich wüsste. Muss nur mal ausprobieren. Ja, immer 404. Er lädt kurz Chat und Dings und dann krieg ich 404. Ah, oh, ist das schön. Wenn man den Golfplatz besitzt, dann kann man auch mit dem Helikopter auf dem Golfplatz landen. Stefan, kannst du mal gucken, ob du das auch das eventuell auch nicht Fehler kriegst? Hitbox Spieltrieb. Nimm es der Taxis hier. Denkst du für einen Tag? Live sind 4 Minuten. Jetzt geht's. Ich wollte schon sagen. Ich sehe das. Mocht mich denn nicht fertig? Geht doch!
Hi, Mr. Tux. Ah, immer diese Panik hier. Und wo ist eigentlich Yoshi? Yoshi wollte auch kommen. Wie ist der jetzt offline? Was sind das für ein Nasenbär? Manchmal sind Menschen Nasenbären, oder? Wer denn? Was denn? Wo denn? Ach, keine Ahnung. Das ist irgendwie. Naja. Lassen wir das. Mr. Tux hat es endlich geschafft, mir zu folgen. Ich bin begeistert. Wunderschönen Abend, guten erstmal. Yay! Und ich habe 2000 Euro für gute Führung bekommen, dabei habe ich gar nichts gemacht. Yay! Yay! Ich habe übrigens den Mariachi-Wagen und ihr nicht. Ha! Der hat immer zwei Sitzplätze. Ist doch egal, der ist nun mal einzigartig. Ich hatte ihn, hab mal dann in die Tonne getreten, weil dann hat mir nie so gefallen. Hast 30 Plätze. Ach so, okay, Mr. Tux. Das ist natürlich ein bisschen, ja, es ist ein bisschen irritierend, aber ich habe wirklich jetzt mir mehr als Mühe gegeben, es allen auch nur ansatzweise klar zu machen, dass ich jetzt auf Hitbox bin und Spieltrieb TV. Ich musste den Karajan übernehmen. Also Spieltrieb TV hat keinen. Du musst bei Twitch ein bisschen eine Schleife laufen lassen, wo einfach nur steht, dass du jetzt hier bist. Also, ich glaube nicht. Also, so langsam sollte es. Also, die sich für mich interessieren, die sollten zumindest mal in der Homepage erkennen und sollten irgendwann mitkriegen, dass sich da was geändert hat. Also, das kann ich, glaube ich, erwarten. Und wer ist halt bereit? Ich würde dir einen Verteiler-Server geben, da kannst du dann, du tust bloß zum Server streamen und der Server tut dann auf alle möglichen Dings, die du haben willst, weiterleiten. Nö. Auch nach Pro7 und RTL. Nö, will ich nicht. Ja, Hitspiel TV muss ich mal löschen. Gut, dass du es sagst, den muss ich mal löschen, den Kanal. Dann suchen die Leute den nicht mehr. Ich habe mit dem Supporter gesprochen, ich kann den ja löschen lassen, den Kanal. Ja, juhu. Also, ich würde vorschlagen, Jungs, dass wir jetzt zuerst zu dritt sind und ich irgendwie den vierten Mann, den ich eigentlich meinte, schon wieder weg ist. Und Mr. Tux ist auch nicht online und will auch nicht herkommen. Ach, der Mr. Tux ist online. Mr. Tux ist online. Hat Mr. Tux eine tolle Internetverbindung und mag nachher ein bisschen heisten. Und vielleicht ein bisschen im TS sein. Er muss ja nicht sprechen, da kann er wenigstens zuhören. Das reicht uns ja schon. Ich habe einen neuen Wagen. Den Insurgent hat sich hier bei mir eingefunden. Eine sehr interessante Farbe, die leider hier nicht so richtig zu gelten kommt. Das ist eine lila-braun-Kombination. Ich werde vielleicht mal irgendwann welchen rausfahren. Habe auch die Farbe von einigen Autos geändert. Wie den Mesa Canis zum Beispiel hier, den ich vom Meriwether geklaut habe. Aber auch mein Kuruma hat jetzt eine neue Farbe, die ich richtig geil finde. Das ist eine richtig geile Farbe. Hi Rufen! Meine, das ist kacke, geht aber bei Heists und Dings. Dann traust du dich oder traust du dich nicht? Was ist das für eine Aussage eigentlich? Ist das jetzt ein Ja oder ein Nein? Die Menschen sind heute so, ne, die sagen nicht klar, die sagen immer nur so halb. Favoriten verwalten. Ich habe jetzt schon so viele neue TS-Server, ich fühle mich schon wieder wie im MMOs. Ja, als Gildenleiter, was meinst du, wie scheiße das war? Da hast du dann zig, da musstest du alles mal verwalten, weil du mit allen möglichen Leuten immer Kontakt hattest. In GTA geht nimmer. Auch 404 oder was? 404. Er kann heißt spielen, sehr schön. Unten habe ich dir schon bei Steam die Informationen gesendet. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine einfache Crew-Sitzung auf. Das heißt wieder mal kurz, das ist wieder so eine absolute beschissene Scheiße, um eine Crew-Sitzung aufzumachen. Ah, indite mich einfach. Da muss ja die richtige Crew-Sitzung, ne? Ja, ich meine eine richtige Crew-Sitzung. Achso, ich muss ja. Ja, du hast ja mehrere Crews, bist du jetzt, ja. Ja, ich muss auch kurz die Crew setzen. Siehst du, gut, dass du es sagst. Komm mal das nochmal. Aktive Crew. Keine Ahnung. Meine Crew. Ich hab doch nur eine Crew. Zu aktive machen. Bestätigen. Ja, inzwischen werden es mehr. So. Er hat sich gestern P Project Cars gekauft und ist das geilste Spiel der Welt, sagt Rufen. Na gut. Muss man.
Muss ich sagen, kann ich noch nicht sagen, kommt irgendwann, wenn es noch so weit ist. Und ich glaube, es ist ein bisschen zu laut. Ja, komm. Das die Menüs muss langsam sein. GTA Online, geschlossene Crew-Sitzung, okay. Dieser Schwachsinn, dass man da immer durch den Singleplayer gehen muss. Aber naja, wollen wir nicht so sein. Und warum regnet es eigentlich schon wieder? So, jetzt müsstet ihr eigentlich alle reinkommen können. Ich glaube ja, Mr. Tax ist ja auch schon in unserer Crew, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Einladen. Da muss ich hier auch Crewmitglieder beitreten, ne? Ja. Möchtest du, ja. Ne, Mr. Tax ist dabei. Okay. Ah, zu viele Kanäle offen. Überall Blitz und Blobs und Clubs. Ich kann nicht beitreten. Hast du dich aktiv? Hast du dein Dings online gestellt? Ja, ich bin doch online bei euch. Es konnte keine kompatible Sitzung gefunden werden. Ich kann auch nicht. Ach, was ist denn das wieder für eine Scheiße? Sekunde. Online. Dann müsste die Zeiten, wo man einfach nur die IP brauchte oder die Passwort. So Diablo 2 mäßig. Die Zeit ist lange vorbei. Ja, das. Ich gehe jetzt einfach in eine offene Liste und. Achso, Mr. Tax, hi. Wo man einen Clan-Server hatte, bei Counter-Strike oder sowas. Das stimmt, ja. Ja, es ist hier, wie gesagt, das ist ja mit diesen Sitzungen hier so ein bisschen merkwürdig geregelt, ne? Also, es ist ja so. Und letztendlich nachher, wenn du eine Mission oder Heist machst, bist du ja auch wieder in deinem eigenen irgendwo und dann kommst du wieder in den öffentlichen und ach, das ist ein bisschen merkwürdig. So, also Stefan, hast du jetzt schon alle Heists durchgespielt? Ich weiß, dass Enrico alle schon durch hat. Ich habe die auch alle durch. Ich nicht. Wie sieht es mit Mr. Tax aus? Ich habe den ersten gemacht. Ach, er kann sogar sprechen. Guten Abend. Ja, ich kann reden. Guten Abend. Hey, eine Stimme in meinem Kopf. Kannst du mich inviten? Ja, gleich. Ich invite euch alle gleich. Und das ist so euphorisch. Er hat den ersten gemacht. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal schnell den zweiten. Das geht ja fix. Yay! Geld ist Geld und stinkt nicht. Oder hat Enrico was dagegen? Hä? Enrico hat keine Meinung. Gucken, ob ich. So, warte, ich warte euch gleich. Ich muss erstmal kurz zu meinem Häusli rennen. Weil der hat einen kleinen Bug hier. Ich habe es schon dreimal gehabt. Ich habe ja drei Garagen. Und er schickt mich teilweise nicht in mein Apartment, wenn ich von der Garage hochgehe, sondern er schickt mich in eine Garage, die quer die Stadt am anderen Ende ist. Warum auch immer. Keine Ahnung warum. Ich kann eingeladen werden. Jo, ich lade euch alle rein. Gleich kommt hier alle. Ich muss ja erstmal gucken, was habe ich denn überhaupt offen noch hier an Heists. Was ist denn eigentlich noch offen? Drücke irgendwie Wiederholungsplanungstafel aufzurufen. Ja, Wiederholung. Und zwar den zweiten. Den Gefängnisausbruch. So, erstmal Munition kaufen, das kaufen. Einstellung bestätigen. Geschlossen. Meine Freunde von Freundesliste. Den Stefan, Einladevorgang. Yes. Den Mr. Tux. Den Linus, wenn ich richtig sehe. Und den Enrico. Ich liebe diesen Vornamen. Ja, und wie gesagt, Linus mit dem Hitspiel-TV, das muss ich mal löschen lassen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Das mache ich mal morgen die E-Mail mal schreiben zum Support. Hast du immer noch mehr Follower auf dem Hitspiel-Account? Nee, inzwischen nicht mehr. Okay. Ich muss jetzt mal gucken. Mal kurz eine Sekunde.
Nö, bei mir ist alles in Ordnung. Ich habe ein bisschen auch die Grafik runtergedreht. Eigentlich sollte es besser laufen. Letztens habe ich gemerkt gehabt, dass es ein bisschen gerappelt, gezuckelt hat bei den Aufnahmen. Aber wie gesagt, das ist auch natürlich knallhart. Was hat er denn für eine Uniform an? Na, okay. Geruppelt und gezuckelt hat. Ja, nicht mehr. Das ist übrigens das verbesserte Interieur jetzt. Jetzt habe ich mal geguckt, was das bedeuten soll. Das ist übelst geil. Boah, Dekadenz pure. Du möchtest gar nicht wissen, was ich in den letzten Wochen, letzten Tagen an Gate gemacht habe. Das ist. Wie geht das denn, verbessertes Interieur? Ist das ab und zu? Ist eine teure Wohnung. Die kostet dann knappe 500.000 etwa. Ach, die habe ich auch. Ich hab die zwei teuerste. Und dann hast du auch die verbesserte. So, ja. Alle beitreten, spielen. Nämlich auch diesen auf einer Etage. Muss man keine Treppen nehmen. So, Pilot, ist klar, wer das ist. Wer ist denn hier? Wo ist denn Salves? Salves, bitte mal zum Pilot umwechseln, bitte. Was? Wieso das? So. Du hast doch gesagt, du fliegst so gut. Dann aber. Ich hab nur gesagt, dass ich jetzt alle. Ja, das hast du natürlich vorher nicht gewusst, ne? Ja, ist schon in Ordnung. Ist ja nur, dass du das Ding zurückfliegst. Wollte ich hinkriegen. Dup. Nein, also. Ich glaube, wir haben allen oder mehrere Kurumas. Die ganze Straße ist gleich voll mit Kurumas. Weiß ich nicht, ob Leistungen hat. Ich habe noch fast gar kein Fahrzeug. Und wenn ich mit fast meine, ich habe einen getürmten Kleinwagen. Also gut, dann würde ich sagen, zwei, dann trag du in den, klar, zwei Leute in einen Kuruma und in den anderen beiden. Ich steig mal bei dir mit ein. Ich glaube, das ist ein bisschen schneller. Ich habe ja noch nicht so viele Tuning-Teile. Oh, ich habe vor Hire freigeschaltet. Ja, die Farbe ist geil. Farbe ist geil, ne? Ah, das ist geil. Ja, bleiben wir einfach im Auto sitzen und dann. Ja, genau. Ah, ich habe jetzt immer noch keine AP. Ah, können wir beim Waffenladen noch anhalten? Da kann ich mir die AP noch suchen. Waffenladen? Ja, warte. Ah, ich guck mal, ob einer auf dem Weg ist. Ja, nur der. Jetzt links und dann ist da einer. Ja, ist markiert. Okay, gut. Hat zwar die MP, aber ihr schwört ja alle so auf die AP. Ja, die PMP kannst du voll wegschmeißen, aber die wird immer automatisch ausgewählt. Das ist total nervig. Oh, Tag, Meister. Immer dieses Stellar. Ja, das nervt irgendwann so ab, wenn du mehr Heiß machst. Das nervt so ab. Mach doch mal die Tür da hinten zu. Ich hatte mal, eigentlich kann man ja den Dialog-Sound könnte man ausmachen. Einstellungen. Ja. Braucht irgendwie neue Bremsen, müssen wir nachher mal ein paar Rennen machen. Nee, kann man leider nicht. Also wenn man die Dialog-Lautstärke ausmacht, ist die Lautstärke vom Labern gleich. Das ist, glaube ich, nur die Lautstärke von dem Ingame-Chat-Dingsy da. Ja, Tür ist wieder zu, ne? Sehr schön, das war auch Ziel der ganzen Aktion hier. Hast du mein Nummernschild eigentlich schon gesehen? Sith Lord? Ja, natürlich, mein Name macht's ja aus, ne?
Hi, Bazaar. Ja, mein Spielername Hatu Mul ist ja ein Sith Lord Name, also von daher muss ich ja Sith Lord hinten drauf haben. Klar kannst du nachjoinen. Aber Platz, also für Gruppe habe ich leider keinen mehr, da sind wir jetzt zu viert. Kann er später dann für mich damit einsteigen, weil ich würde nicht allzu lange machen. Oh, Enrico, geht's dir nicht gut? Das nö, nicht richtig, genau noch. Wie gesagt, habt ihr aber gesagt, wie ich mich fühle. Na, okay. Ja, ich schwächel auch. Oh, nur umgeben von Schwächlingen, was ist denn hier los? Hallo, wir spielen die GTA, wir sind doch hier die Hochleistungsgangster. Ja. Ich brauche unbedingt die nächsten Bremsen. Unbedingt. Bremsen braucht der keiner. Doch, für die Karre brauche ich schon, für die Kuba brauche ich neue Bremsen, das ist besser. Weil ich habe die Motorerweiterung drin und jetzt ist der so schnell, dass die Bremsen nicht mehr mitkommen. So, Mr. Tax, wir steigen jetzt nicht aus dem Auto aus, du schießt jetzt sozusagen nur aus dem Auto raus. Ja. Wir sitzen da nicht bei mir, oder? Ich hock hier in so einem Art Oldtimer irgendwie. Achso, dann bist du bei mir. In so einer richtig coolen Karre. Ja, die da ungepanzert ist wahrscheinlich. Ups. Hast du Amphibium-Upgrade? Wir fahren hinter. Container. Das fängt ja schon an, weißt du? Ich bin noch gar nicht in der Nähe. Ist ja jetzt die Zeit nicht begrenzt oder so. Ja, es ist schwer, wir haben kein Teamleben, ne? Auch noch nicht Problem. Oh. Wie sieht es denn von hier aus? Hier kommen dann ab und zu welche Fahrzeuge, die man dann irgendwie beschießen müssen. Dann kannst du ja aussteigen und hier umfodieren. Deckung suchen und dann. Wir fahren gleich mitten rein ins Gedränge, ne? Ich würde sagen, wir können ja so rein, uns kann ja eigentlich nichts passieren. Doch, passiert ja nichts. Nee, die also haben, glaube ich, hier keine Exklusivwaffen, bevor wir hier schießen. Ne? Ein bisschen Bewegung bleiben, weil ich habe hier überall tote Winkel. Wollen wir einen Bein noch abholen? Das ist ein bisschen lustiger. Achso, der wird da oben Spaß. Bumm. Wir betreiben ja mal überhaupt nicht. Auch tot. Da ist noch was. Die sind auch tot. Ja, der hat aber Eisenplatten. Der lebt vor allem immer noch, ne? Guck dir das mal an. Matsch. Ja, der hat gut gefrühstückt. Also. Der hat aber mehr als gut gefrühstückt. Da ist noch einer, Jungs. Okay.
War's das? So, viel Spaß, ja. Halt, Peppy! Hab ich ja noch nie gemacht, in der Mission gefliegen. Das ist nicht so schlimm. Nö, nö, ich bin da ganz... So. Ups. Aber wie gesagt, der gepanzerte ist halt wirklich absolut over the top. So, jetzt muss ich kurz mal gucken, ich habe hier eine Nachricht bekommen. Genau, die Natural Beauty. Was? Also, ich wollte gerade bei Sandy Shores landen. Ich muss da weiter. Ja. Du musst, glaube ich, im richtigen Dings planten. Hat er mich gerade angeditscht? Also ja, blöd, dass ihr nicht. Das also, dass man euch nicht die Möglichkeit überhaupt gibt, mitzukriegen. Blöder Sack. La 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 la. Easy, easy, easy. Trinken. Oh, jetzt mal schön Mucke anmachen. Ja, Ingame-Mucke kann ich ja leider nicht. Das ist das Problem. Was ist eigentlich? Wegen deinem anschließenden YouTube-Upload. YouTube war das Problem. Was ist eigentlich für eine Karre, die du da fährst, Enrico? Hot. Kannst du im Store kaufen. Ah, okay. Kannst du nicht kaufen. Nee, ist nicht hier in diesem Online auf der Dings-Seite. Du musst mal gucken gehen, dann sagen sie dir was dazu. Was? Musst du mal gucken gehen, versuchen zu kaufen. Schönen guten Tag, Yoshi. Wie geht's? Kann ich klagen, du bist aber leiser. Sprich weiter. Ja, wo, was denn? Warte, ich komme eben zu euch. Lautstärke anpassen muss. Also ich habe den Hot Rod von der Collectors Edition. Ach, der ist das. Ja, da ist dann, wenn man draufklickt, dann sowas wie nicht verfügbar, ne? Ja, genau. Okay. Ganz am Anfang war er kaufbar, die ersten 2-3 Tage, glaube ich, soweit, aber dann nicht mehr. Cheetah. Enrico hat immer alles. Das ist wahre Messe. Und was ist mit diesem, wie heißt es immer hier, dieser Mafia, das Mafia-Auto, was wir haben wollen, aber es nicht mal kaufen kann? Du meinst diesen Oldtimer? Ja, wo man in Seiten auch draufstehen kann, angeblich. Ja, der Oldtimer, genau. Ja, den. Also, wenn du in der Garage hast, kann nutzen, den gab es beim Valentin-Update DLC. Also, es ist zur Ende Woche lang, wo Valentin war danach. Ja, danach nicht mehr, ne? Ne, danach gab's sie nicht mehr, ne. Das ist immer so eine Sache. Die Tunnel haben so spezielle Dings, wo du dann die Fahrzeuge kaufen kannst. Wann ist eigentlich der nächste Tag, wo was Besonderes passieren wird oder so? Das hab ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie zu Pfingsten was machen, ob es aber Sinnvolles ist, ob die Amis Pfingsten feiern oder so. Ich hab keine Ahnung. Gute Frage, keine Ahnung. Also laut Dings ist das nächste bei den Amis, was wird denn das sein? 30. Oktober, oder? Halloween. Machen die nicht für den Unabhängigkeitstag nicht noch was? 4. Juli, was das ist? Stimmt, das ist 4. Juli, glaube ich, bei denen, ne? Mhm. Muss man meistens auch irgendwas. Da war ja auch noch was, stimmt. Ach ja. Nö, aber das. Ich bin jetzt zu euch, ich bin jetzt nachgejoint und ihr seid nicht auf der Karte, ist das lustig? Nein. Sieht wahrscheinlich daran, dass wir gerade im Heist sind oder so, wahrscheinlich deswegen. Ach so. Ah,
Genau, Yoshi. Bei welchen seid ihr denn? Den zweiten, weil Mr. Taxi noch nicht kennt. Linus kennt ihr noch nicht. Es geht schnell. Wenn du danach mitmachen willst, danach, wenn wir den fertig haben. Oh, ich habe gerade eine verdächtig lange Ladezeit. Die ist normal. So lang? Solange unten rechts das Ding am Kreiseln ist, ist alles in Ordnung. Ja, da sind sie ja wieder. Ich warte auf Spieler. Ich warte darauf, dass Lester mich anruft. Dass wir ein Spiel für Autos haben. Na komm. Stefan hat ein dringendes Bedürfnis, mit Enrico ein wenig innig zu werden. Lester! Hervorragend. Auf den warte ich doch die ganze Zeit. Wow. Fliege in ein Luftrennen unter die eine Brücke. Ja, man, schön. Das noch machen später. Schöne Aufgabe. Ja, was? Ich weiß. Luftrennen unter der Brücke. Ja, 8 Tagesziele. Ach, die Autos lecken bei mir so vorbei hier. Aber auch gerade Lex. Ich habe heute die hier für den Singleplayer die ganzen hier Fluggeschichten da gemacht. Messerflüge ich und Brückenflüge. Ich muss ehrlich sagen, bei der Flugschule gibt es so, ich hänge jetzt an einem fest, ne, ich bin da kurz vorm Ausrasten. Das ist das, wo man ganz knapp wirklich über den Boden fliegen soll. Und um da Gold zu kriegen und ich wirklich nach dem 20. Mal habe gesagt, nee, kein Bock mehr. Ja, also ich habe die letzte Stuntflug Dingens da Geschichte. Fies, fies. Oder der letzte Triathlon da, der da, keine Ahnung, 30 Minuten geht oder so. Einladung ist übrigens raus. Unbedingt schwer, aber da verliert man dann doch schon die Geduld. Ein Tipp, wenn ihr, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr zusammen spielt, eine Haste-Mission, macht am besten Private Server Session, macht ihr eine private Sitzung auf, weil wenn andere Leute auf den Server drauf spielen, wo ihr gerade drin seid, obwohl ihr nicht drin seid, dann zieht das an Leistung. Hier sind zwei rausgeflogen oder was? Nee. Nee, hier wo ihr gerade drin seid, da sind gerade 27 Leute drin. Und der Server ist also mehr ausgelastet. Und wenn ihr auf einen drauf geht, wo nur ihr drin seid, dann ruckelt das weniger auch. Dann hat das auch eine bessere Laderate und alles. Warum geht's ins Al-Bazar? Hab ich Al-Bazar jetzt eingeladen aus Versehen? Hä? Moment mal. Wo ist Mr. Tax? Ich bin anscheinend rausgeflogen irgendwie. Ah, okay. Aber ich bin gerade in einer anderen Online-Lobby anscheinend. Alleine. Ah, diese Sitzung. Ja, das ist das Problem, wenn du, am besten ist halt immer eine private, aber ich glaube, wenn er aus der Heiß wieder rauskommt, hat er dich eh wieder woanders in den Augen, oder? Ja, aber Hauptsache, wenn du auf der privaten, ist es halt im Endeffekt so, dass der Server weniger ruckelt und auch weniger rumspackt. Man da zumindest die Haste-Mission drauf macht. Man fliegt auch komischerweise danach oftmals raus, aber das ganze Spiel läuft halt, wenn auf die, also die Haste-Mission läuft flüssiger. Kann ich ja gerne machen, aber erstmal. Muss der Mr. Tax, der Linus, nimm doch mal an. Also eingeladen bist du, Linus, müsste eigentlich bei dir angekommen sein. Wenn nicht, gleich wieder normal. Ah, nee, habe ich keine. Warte, dann Einladung abbrechen. Einladung. Ach, wer macht da? Was macht ihr da hinten? Hä? Wir sind hinten. Ja, keine Ahnung, weil ich gerade das Gefühl, irgendwie hat jemand hinter sich, hinter seinem. Ah, Spielplatz da gerade. Von Enrico, zumindest ging da das Licht auf. Das hier? Armonation hat eine eigene Webseite? Keine Ahnung. Also Mr. Tax, Einladung ist raus. Ich hab gerade irgendwie keine Einladung, ich bekomme die irgendwie nicht. Ja, hat so irgendwie. Kann nicht auf. Guck mal, ob ich so hinkriege. Oh, danke, mein Schatz. Jetzt habe ich es dann über Social Club gemacht. Guck mal, ah, jetzt habe ich eine.
Ich hoffe, dass es jetzt. Also ich glaube, das funktioniert auch, ne? Zum Spiel einladen müsste er dann auch kommen. Jetzt bin ich im Ladescreen. Erstmal, dass ich beim Teamspeak jemanden leiser machen muss. Ja, das mir so sagen, das sind so Situationen, weißt du, wo ich dann liebend gern ein Mischpult hätte, wo ich dann die einzelnen Sachen so richtig einzeln wegleben kann. Das sind so die Momente. Ich ganz aus, die mache ich lauter. Ja, genau. Der jemand sitzt in so einem fetten Studio. Immer mehr ist wieder so klar. Linus? Ich lade gerade und ich bin in den Heißwein, glaube ich. Eieieiei. Es hat sich angehört. Ja. So ein Cyborg. Hat's gehört, dass er reingeladen hat. Ja, man ist es so gewohnt, weißt du, wenn man in so einer Großstadt wohnt und dann sauschnelle Internetleitung hat, ist man es gar nicht mehr gewohnt, so wie früher. Wenn ich mir eine Wohnung hole, dann ist eines der Kriterien, das wirklich am wichtigsten ist, schnelles Internet. Ja, bei das uns auch. Wirklich das Erste, was am wichtigsten ist. Ja, wir haben eine Wohnung haben wir abgelehnt. Die war perfekt, super Lage, Preis war gut, die Wohnung war schön, alles klasse. Aber Internetverbindung, ne, haben sie gesagt, an guten Tagen schafft man DSL 1000. Oh nein. Das war dann das Ausschlusskriterium. Also. Ja, also das ist, glaube ich, die erste Frage, die ich stellen werde. Ist, kann man über, gibt es Telefonkabel oder so, da ist der Glasfaserkabel, dass man mindestens 120 kriegt, ne? Papiertütenzimmer mit 1 Gigabit. Ob's da 1 Gigabit? Ja, das ist wirklich, ich glaube, das ist egal, Dachboden, egal, Keller, egal, Hauptsache 1 Gigabit. Gottes Willen, soweit kommt's noch. Wow, hey. Ich bin mal drin. Hey, ab geht's. In Japan ist das cooler gelöst. Das haben die Hausverwalter im Grundserver und im Haus einen Verteilerserver unten im Haus stehen und die tun dann bloß alles über LAN dann verteilen. Das heißt, du hast in jeder Wohnung einen LAN-Stecker, da steckst du dann dran und hast den Gigabit. Boah, ey. Das ist geil. Na gut, Japan hat ja auch. Jetzt kann ich auch meine Outfits auswählen. Ja, ich hab gesehen, dass ich die Outfits falsch eingestellt. Mein Fehler. Outfits, ich sollte mir mal vielleicht mal welche jetzt endlich mal kaufen. Ne? Mhm. Wäre mal vielleicht. Wie kann man eigentlich die abspeichern in gespeicherte Outfits? Das machst du, indem du, während du die Outfits anhast, dann kannst du mit der Leertaste das machen beim Anziehen. Okay, danke. Jetzt lag's bei mir aber auch extrem. Ja, bei mir lag's uns auch gerade. Wir sind jetzt stehen geblieben. Ja, ich sag. Wenn man nicht ins Auto kommt, dann muss man auf nochmal probieren einfach. Weglaufen und nochmal probieren. Darf ich fragen, wer gerade das Spiel hostet, was für eine Leitung der hat? 50. Das wird dann nicht lokal gehostet, oder? Das letzte Mal, als ich gehostet habe und ich habe gerade meine 9000er, hatten alle nur so Ruckler. Ja, aber das wird doch, das sind dann auch das. Ja, trotzdem müssen die von mir Informationen im Ja, nehmen. Das ist eine Peer-to-Peer-Session, ist das wie bei der Konsole. Das heißt, der Host, der muss alles machen. Ja, ich hätte gedacht, dass das alles auf Rooster-Servern läuft. Nee. Das ist natürlich heftig, ne? Alles online laufen lassen zu lassen, eben das zu streamen und das alles über eine Leitung. Ja, das kann ein bisschen viel sein, aber gut, ich war der Einzige, der den heiß starten wird. Ja, das muss halt das nächste Mal jemand hosten, der nicht streamt. Richtig. Bei Rockstar Games gibt dir auch an, dass du mindestens ein Mbit Upload haben willst. Na gut, das ist das neueste Problem. So. Deswegen, ja. Wer will den Bus fahren? Oh, das ist ein Assi-Look. Das sieht kacke aus, aber das ist so schlimm. Hallo, nicht so viele vorne weg. Wer will den Bus fahren? Dann fahr ich den wieder. Einer muss den Bus fahren, einer steigt mit ihm ein. Die anderen beiden latschen alles weg. Habt ihr denn alle schon zusammen den letzten Haze gemacht? Wir noch nicht, nein. Ich bin ja gesagt, wir haben gerade mit Mr. Taxi mal drunter gefahren. Hi, Okame. Aber gesagt, du kennst ja noch diesen speziellen Weg, ne? Ja, das mit dem gepanzerten Wagen, das ist eine absolut geniale Idee. Ja,
Also das Beste war wirklich, dass wir nur 15.000 verloren haben von 1.250.000, ne? Das zwei Schuss, zwei verdammte Scheiß Schuss, wir kotzen können. Ja, ich hab beim letzten Mal auch nicht verloren gehabt. Also habt ihr bis jetzt dreimal gemacht und nie was irgendwie verloren. Die da. Naja, zweimal. Aber das ging. Ich hab vorhin wirklich einen Cheater gesehen, also den mit dem habe ich irgendwie, zum Glück war ich mit ihm in der Gruppe und der konnte komischerweise, obwohl noch nicht mal Waffen freigeschaltet waren, konnte er den Minigun nehmen. Ja, das kannst du schon sagen, das ist alles. Das ist ein Cheater. Auch wenn ich dann gewinne, trotzdem finde ich das kacke. Du kannst jetzt, glaube ich, auch links dir. Ja, voll ja. Einhändig, ich war gerade noch am Essen. Ich war gerade noch am Essen, deswegen konnte ich gerade nicht nur halb lenken. So, einer kümmert sich um den Hubschrauber. Enrico, kümmerst du dich um den Hubschrauber? Danke. Digga, Enrico hat die beste Bewaffnung. Wahrscheinlich Lenkraketen und so Müll. So. Einer erschießt dann gleich den Fahrer. Der wird mir ein bisschen jetzt natürlich wehren. Fahrer ist tot. Jo. Oh, ich steig dir aus. Ja, ich hab's nicht. Raus mit dir. Der freut sich jetzt, der Gefangene. Du sagst, komm mit rein. Und haut ab. Enrico, du auch. Jetzt ist es nur, jetzt müssen wir nur die Polizei loswerden. Am besten gar nicht schießen, sondern einfach nur ins Gelände fahren und gut ist. Das ist, was hier eine gute Bahn ist. Muss man kein Zug mich hier irgendwie erwischt. Oh, kommt der Bulle entgegen? Wow. Der kommt vom Berg. Bin gar nicht da. Guck, ich bin im Busch. Kannst mich gar nicht sehen. Da. Über League of Legends. Was machst du da im Busch? Innerhalb von 5,5 Sekunden die Bullen loswerden. Im Busch. Ja. Respekt. An die Angst, vielleicht nachzukommen? Ich habe keine Ahnung, sie mochten mich, glaube ich, nicht. Ich habe auf dem Schienen gestanden und sie mochten mich, glaube ich, nicht. Oh, schade, ich wollte schön auf der Stelle drehen. Wie sieht es mit dem Rest der Mannschaft aus? Enrico? Oh, ja. Gefängnisbus? Ich warte gerade auf den Zug. Easy. Ganz easy. Ja, ist gut. Ich hab's verstanden. Du kannst reden. Ist schön. Kannst es auch lassen. Ja, Lester ist, glaube ich, eine Frau. Lester ist noch nerviger, ja, stimmt. Lester hat auch so eine scheiß Stimme dazu dann noch. Ja. Nein, nicht mit Lester jetzt anfangen. Lester! Boah, Lester! So oder Kung Spaß. Fu Rainbow Laser Force! Still wissen, reclaiming the Rainbow. Aussieht. On Weasel. Yay! Das ging schnell. Ja, manchmal ärgern einen die Bullen ein bisschen länger, ne? Ja, das stimmt. Das ist auch echt, ist Zufall. Das ist ja der Zufall, wo die spawnen. Das kann die teilweise voll ärgern und dann wiederum. Puh.
Nur Silber. Keine Kohle kriege ich ja auch nicht, das ist ja auch das Fiese daran. Dafür bekommst du am Ende halt. Danke. Ja, das stimmt. Das stimmt. Soll ich mal kurz eine private Sitzung aufmachen? Müssen wir ein Momentchen warten. Und Leute, sagst natürlich, weil du morgen ja die 10 Millionen machst, dass du dann heute. Gucken, ob wir das morgen machen. Gucken. Ich weiß ja nicht, ja, ob Tom morgen kommt. Hast du von Tom irgendwas gehört, die Tage jetzt? Doch, der kommt gleich auch. Der kommt nachher noch. Ah, okay. Ne, keine Ahnung. Tom, der ist, muss gerade, der kann gerade nicht das, was er gerade macht, überspringen, sagen wir mal so. Ah, okay. Deswegen, sonst würde er jetzt schon spielen, aber er hat gesagt, er muss halt, kommt erst um 21 Uhr wahrscheinlich erst. Ja gut, kein Stress, solange wir morgen da sind. Mal gucken, ob, ja, die Kammer, ob unsere Ein-Frau-Armee auch fit ist. Unsere Ein-Frau-Armee, total schwer zu sagen, Ein-Mann-Armee ist irgendwie dann doch geläufiger. Ich finde, Ein-Frau-Armee hört sich total komisch an. Ja, aber es ist so. Okame wahrscheinlich mit ihrem Panzerkleid wahrscheinlich, oder auch gucken, ob sie im Panzer, nee, ihr Panzerbikini. Die Frau, das ist schon echt krass, die macht alles alleine, die braucht keinen Hilfer, braucht kein Team, das macht die alles so. Ja, mit ihrem Bikini, ne, und die ist noch nicht mal... Das ist egal, die braucht, die kann... Die... Wie macht die das? Die läuft mit einem Bikini, ne, rum, ne, wo... Und die wird nicht getötet. Ja. Das ist halt geschlossene Freundesliste, muss ich machen. Die hat's halt einfach drauf, die Frau. Also manche ganze Sachen, die sehen schon ziemlich schrecklich aus. Ja, aber manche laufen ja auch so rum, das ist ja das. Aber es ist halt, ich muss zugeben, also diese Auswahl an vernünftigen Klamotten fehlt mir dann auch. Also weil sie natürlich alle so ein bisschen immer diese Schräge dann haben wollen, ne? Also. Ja, die Sonntagsfahrer hier. Bikini war nur einmal. So extrem ist es jetzt auch nicht, das mit dem Bikini war nur einmal. Ja, einmal. Okame, wie war das? Wie war das mit dem Human Labs und mit dem, wir schleichen uns mal an und klauen mal und platzieren mal das EMP? Ja, genau. Ne? Schon klar. Ist genau gesehen. So. Muss ich warten, bis ich mich wieder. Mit Bikini, das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Es gibt es sowas nicht für Männer. Das ärgert mich ein bisschen. Das würde ich da die ganze Zeit rumlaufen. Nur um zu ärgern. So, wie sieht's aus? Lester, Jobliste. Ah, jetzt vielleicht. Upsi. Lester, vorwarten. Da hast du kein Bikini an, das stimmt, aber du bist so durchgerusht, das war ja, da kam ja keiner hinterher. Das war schon ziemlich krass. Das Team ist. Ja. Du weißt doch noch den Spaß, den ich mir bei Ammonation mal mit den anderen gemacht habe. Muss mal das gleich bei den anderen machen. Nein, das ist unfair. Das ist lustig. Nein, das ist unfair. Komm nicht mehr raus. Na, ich kam ja raus. Musste alles wegschwampen, aber es ging. Das war eine... Also, das war jetzt ein bisschen dämlich, was ich gemacht habe. Das ist witzig, wenn die davor stehen und die können nicht raus. Das ist das Lustige. Also, was eine Ausnahme, sonst kann man wirklich da nicht raus. Was ja. Du jetzt hier, ne? Hier steht einer vor Ammonation. Will jetzt in Ammonation reingehen. Was habe ich vorher gemacht? Ich bin mit einem Motorrad in Ammonation reingegangen. Jetzt steige ich aus und sperre ihn ein, oder? Ich hoffe, ich schaffe das früher. Rechts da die noch? Ja, ich alle wegbomben. Alle wegbomben. Jetzt davor fahren? Bomb. Schöne Granate reinwerfen und dann dich dann so. Nein, der hat mich erschossen. Hat nicht so gut funktioniert. Weißt du, by the way, wie ich das gemacht habe? Ein Leitspruch der Bundeswehr. Keine Bewegung ohne Feuer, kein Feuer ohne Bewegung. Jetzt gibt es ja auch noch so an. Weißt du, die rennt da einfach rein, ballert alles nieder. Hätte auch voll in die Hose gehen können, by the way. Hätte voll in die Hose gehen können, ja. Ich habe auch nur Zweier schießen können. Also, mit meiner, ich habe da gesnipert, aber... So, wer will Polizist werden? Wie soll das gehen? Ich bin im Passivmod und der kann mich überfahren. Tja. Mr. Dax, du hast dieses Ganze noch nicht gespielt, ne? Das ist ja völlig neu. Dann würde ich dir vorschlagen, du gehst zu den Polizisten. Das ist die etwas entspanntere Geschichte. Zumal du auch, glaube ich, noch nicht die... Linus, kannst du mal das Team wechseln? Zu Polizist, bitte. Okay.
zu Polizist. Das ist ein bisschen einfacher. Das hier einfach nur das hier? Oben Team an, da kannst du oben mal die Option, kannst du, müsstest du Team wechseln können. Und dann. Ah ja, so. Genau. Ich hoffe, der lockt sich gleich aus. Hätte Fahrradkette. Oh, Schulter. So. Ja, spannend, meine Panzerung wurde jetzt nicht angezeigt. Nee, kannst du jetzt aber noch wechseln. Inventar, Accessory und dann Leichenwagen, alles klar. Du musst mit Taiwendo fahren. Nee, kann ich nicht wechseln. Ah, okay, dann musst du dich ein bisschen zurückhalten. Oh. Wir machen das meiste aus dem Auto raus. Deswegen ist nicht weiter schlimm. Okay, ich bin bisher einfach aufs Schiff gegangen, hab alle abgeknallt und dann war's gut. Das geht einfach auch so. Weil sie sind auch schwer und das, wie gesagt, das ist. Meinst du mit Sniper-Rifle? Nö, das nicht. Wir bleiben einfach erstmal im Auto, töten alles, was da so rumläuft. Lassen uns ganz entspannt. Alle nach Feuerbord und dann können wir die direkt. Nee, und dann ganz entspannt, wo wir dann den Rest dann halt. Okame Spezialtechnik. Okame, ich, wir haben ja schon. Wir können ja schon blind. Okay, dann mach dir mal bitte eine Augenbinde. Naja, ich hab sie ist ja nicht dabei, verstehst du? Das geht ja nur mit ihr. Genau. Die nicht sprechende Dame ist für mich das sehende Auge. So, das klappt irgendwie. Wir haben ja schon. Das ist blindes Verständnis. Das weißt du, man genau. Sieht sich an und es ist automatisch, weiß man, worum es geht. Aber Okame, ich sehe, wo sie hinrennt. Nein, ich sehe, wo sie hinrennt und weiß schon, was sie vorhat. Das haben wir schon ein paar Mal festgestellt, dass es geht. Ihr könnt euch blind miteinander reden. Ne? Und dann sagst du, ja, ich weiß ganz genau, wenn sie läuft, was sie machen möchte. Das sieht er vor seinem inneren Auge. Ja, ist klar. Third Eye, Baby, Third Eye. Ja, so ein dreieugiger Krähe und so. Genau. Oh yeah, Babe. Wieso ist denn der Bulle gerade genau vor uns verschwunden? Oh, ich kann keinen Bullen erschießen, die porten sich die ganze Zeit in der Gegend rum. Super. Du sollst die auch nicht erschießen. Achso. Ja, wenn du Bullen erschießt, dann musst du echt aufpassen. Die reporten einen ganz schnell und dann kommen die ganzen. Nein, anderen. Die porten hier rum. Sobald ich drauf schieße, die sterben nicht, die porten hier in der Gegend rum. Ich kann keinen erschießen, das gibt's doch nicht. Peter! Erst so die Agenten. Jetzt habe ich gleich 4 Sterne und ich habe da keinen Bullenwagen, weil ich. Im Prinzip sind wir hier ja in der Matrix. Brauchst du die Bullen nur rufen? Musst du gar nicht großartig da. Jetzt kommt die Matrix oder wie? Ja, die Polizei ist ja hier die KI, weißt du? Genau, und können halt überall spawnen. Stimmt, ja. So Agent Smith-mäßig. Oh, genau, und du steckst gerade hier in diesen Automaten drin fest, ne? In diesen Dosenautomaten. Oder was das ist. Okay. Was war das? Du musst hier reinkommen. Ja, ich konnte nicht aussteigen irgendwie. Ja, ist alles leggy hier, keine Ahnung. Ja. Boah, ich weiß, was mir bestimmt. Wo bist du? What? Und wie lange streamt ihr? Das kannst du knicken hier bei uns. Wir kriegen so, müssen wir einen Bullen rufen. Und ob ich ihn dann erschießen kann, ist die nächste Frage. Du musst nur rausziehen. Ihr müsst ja, nicht. Die porten immer rum. Ich kann sagen, jede Sekunde porten sich die Wagen woanders hin. Hä? So schlecht kann meine Leitung doch gar nicht sein. Ich weiß es nicht, was das ist. Tux konnte gerade gar nicht aussteigen. Er hat bei mir die Tür aufgehabt, aber dann hat er drin gesessen die ganze Zeit. Really? Ja, wenn nicht, müssen wir halt, musst du das halt posten. Das Problem ist, dass die alle keiner noch nicht freigeschaltet hat, außer wir beide. Vielleicht ist ja doch ein bisschen für Leitung zu viel. Kommt nicht, oder? Das ist gerade alles überlastet, ich will es nicht. Naja, es hat ja sonst auch besser funktioniert. Ja, das passiert doch gerade jetzt gar nichts. Bei euch was? Nö. Nur Neustart steht da. Müsst ihr eigentlich lange neu starten. Ja. Kaputt gegangen. Tja, Enrico, viel Spaß beim Hosten. Da müssen wir nochmal neu anfangen, glaube ich, weil ich komme jetzt auch nicht mal raus hier. Ich? Hosten? Ja, Enrico wollte doch gleich gehen. Ja. Sonst hoste ich gleich. Ja. Ich komme hier gar nicht mal raus. Cool. Ja doch, Alte 4 kannst du drücken. Ja klar, mach ich hier gerade. Ja, jetzt passiert bei mir was. Ich mach's auf die klare Methode. Reset-Knopf drücken. Ja, oder so. Zum Sicherungskasten gehen. Nein, du brauchst nur den Task wechseln, dann automatisch, dann kommt da wieder das Dings, Social Club automatisch und dann kommst du gleich wieder rein. Das geht eigentlich am schnellsten.
Ich hab den Turbo-Knopf gedrückt am Computer. Den vermisse ich. Den vermisse ich. Die 25 MHz haben es gerissen. Ja. Was, wenn der Alarm ausgelöst wird, aber sofort der letzte Umfeld, passiert einfach nichts außer den Alarmton? Okay. So genau müssen wir es aber jetzt nicht unbedingt auf die Ebene ziehen. Komm da ist da dieser andere. Den krieg ich. Nein, hoffentlich snappert er mich jetzt nicht rostenrastig aus. Ich vermisse auch diese Schrift am Ende, wenn man Computer ausmachen will. Diese orangene Schrift, sie können den Computer jetzt ausschalten. Ja. Von Windows 95 Zeiten. Ja. Das vermisst du? Oh mein Gott. Ja, wenn ich da. Ich habe da letztes Mal ein Bild von gesehen. Ja, gerade so ein bisschen so sentimental. Oh mein. Denkst du an seine ersten Computerausflüge und so. Komm. Was war denn euer erster Rechner? Was für ein Computer? Ein PC oder? Ja, das war. Also ein Handy zählt nicht. Nee, kein Handy. Aber ein C64 oder ein Amiga war ja kein Personal-Computer, das war ja was anderes. Ja, aber es ist ein Computer, ne? Ein C64 ist ein Computer, das zählt schon. Dann hatte ich ein C64, 88. Oh, C64, du armes Schwein. Sven wieder mit seinem Bonzenteil da. Bloß weil ich einen Amiga hatte, ja, ihr seid alle nur da. Ja, Amiga kam 1990. Das war auch bloß ein Anfangs-Amiga und ja, weiß ich nie. Ich hatte erst den 500er, dann den 1200er, ja. Da kommt er, dann schieße ich ab. Schieße ich ab. 95 bin ich dann von überhaupt und. Ja, was war denn das? 386 oder so, aber das war. Nie was? Meiner. Guru Meditation? Was ist das? Nur ganz kurz mal, lass mal was hier ändern. Lass mal was ändern. Das nervt mich ein bisschen. Aber das geilste Spiel, was ich bis jetzt je gespielt habe, wo bis jetzt keins reingekommen ist, ist Smash Warrior 2 gewesen. Also oh, was ich ist? Muss ehrlich sagen, ich habe noch nie ein Spiel so gesuchtet wie das jetzt. Ja, ich hätte einen Amiga, aber Guru Meditation sagt mir jetzt so irgendwann auch nichts. Also von daher. Also gut, Stefan, da musst du halt dann hosten, wenn es dir so nicht geht. Ich glaube, das müsste auch gehen. Habe ich jetzt 40.000 verloren, aber ist nicht wieder schlimm. Ach komm, das schaffst du in 5 Minuten. Das schaffst du mit einer. Hat doch 200, 220, das geht. Ist doch Bonze. Ja. Ja. Morgen ist er noch mehr Bonze. Jetzt hat er in seinen Socken drin. Nicht unbedingt, aber. Komm schon. Ja, ich muss, wenn ich nicht. Ich kann mich hier nicht fortbewegen. Hier ist gerade. Nein! Extrem viel los. Ich habe zwar den Passivmodus an, aber wenn ich jetzt an ein Auto steige. Ah, da steht mein Chroma, den kann ich natürlich benutzen. Darf ich es vielleicht? Oh, Gottes Willen. Oh Gott, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Woran? Wenn dann Phil in der Amiga aufgekommen ist, dann stand da immer rot auf schwarz Guru Meditation. Okay. Also mein erster Rechner war ein 133 MHz Pentium 2 war es, glaube ich. Ich hätte noch der Pentium 1 gehabt mit 100. Ja, ich bin ja nicht so alt wie ihr, ne? Ja. Das war damals schon was. Da war ich richtig glücklich. Da kam ich irgendwie Tomb Raider 3 oder sowas, konnte ich dann schon nicht mehr spielen. Age of Empires 2 ging. Da habe ich da auch ziemlich viel versenkt. Da haben sie meine Eltern richtig auf Kosten gestutzt mit dem Pentium-Dings von Phobis damals. Sie 2.800 Euro hat das, na gut, Euro sei schon, DM hat das ja damals gekostet. War ein kompletter Monatslohn vom Vater. Egal! Kriegt der schon. Damit der Sohn spielen kann, ja, genau. Genau. Ich möchte bitte gerne mehr Gehalt, um das Doppelte bitte. Ja, warum denn? Ja, mein Sohn braucht einen neuen Rechner. Der kostet so viel wie meiner. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft das wirklich schon mal gesagt worden ist. Also. Also ich habe einen Traumrechner, der kostet 20.000 Euro. Warum? Was ist denn mit so einem Scheiß? Der hat zwei CPUs und der hat 4 Grafikkarten. Zwei CPUs kannst du schon für 600 Euro haben. Ja, wozu? Ja, aber nicht die besten, die man da holen kann. Selbst wenn du das alles holst, dann veraltet das auch die einzelnen Hardware. Natürlich, also brauchen wir einen Job, wo man das immer wieder aktualisieren kann. Dann reicht aber auch was für 1.000 Euro. Oh,
Ich hab jetzt zwei Sternchen. Also am besten sind die Workstation Xenons. Aber die guten, die kosten 800 Dollar das Stück. Aber wozu? Was für einen Sockel brauchen die eigentlich? Das müsste der Golver sein. Dann müsste der für die auch gehen. Ich kann keinen Heißschaden. Bei mir ist es der VX 2019. Das ist so ein. Wie teuer ist denn also das Mainboard ungefähr für den? 500 bis 600 Euro brauchst du dafür. Doch, die haben dann aber nur PC Express Steckplätze. 6 Stück oder so, die Dinger. Stefan, warum kannst du keinen Heiß starten? Wieder keinen Heiß starten. Im Heißtraum, sag ich mal, da ist gar nichts. Der muss ein Haar drin sein. Sonst muss ein Haar drin sein, sonst hast du gar nichts. Im Heißtraum kriegt er erst, wenn er alle durch, wenn er alle durch ist. Sonst muss er warten, bis. Beziehungsweise gesagt, wenn er das mit allen durchgespielt hat, das reicht ja schon alleine. Hat aber nicht. Dann ist das nicht gut. Ich habe ja schon ein paar Heils verändert und ich hatte das Heilszeichen da auch schon. Die haben nicht alle durchgespielt. Wahrscheinlich ein Bug. Ach, vielleicht hat er nicht. Hast du A-Finanzierung? Oftmals fehlt die A-Finanzierung. Nee, Finanzierung ist kein Thema. Der heißt A-Finanzierung. Was? Mit den ganzen Drogen. Ob du den schon hast, also das Final gemacht. Ich habe jetzt den Raubüberfall, was wir gerade gemacht haben, da habe ich auch schon das Final mitgemacht. Ja, aber bei der A-Finanzierung mit den ganz vielen Drogen. Die erste Mission ist auf dem Boot davon, da musst du aufs Boot. Ach so, kann sein, dass ich die nicht mitgemacht habe. Ja, dann muss halt jemand so. Dann muss das war bei mir auch das, was ich als letztes gemacht habe. Ja, aber ich habe ja den ersten. Wenn ich den ersten beendet habe, den ersten kann ich auch starten, diesen Fließerüberfall. Den könnte ich auch hosten. Ja, aber wenn du A-Finanzierung freigeschaltet hast und alle anderen auch schon einmal gespielt hast, das Finale, dann kannst du. Ich meine doch nur, wenn ich den ersten komplett, wenn ich den ersten fertig habe, dann müsste mich Lester doch anrufen und mir den zweiten vorschlagen. Ja, das dauert aber eine Zeit lang. Das dauert immer ein bisschen, bis er dich dann anruft. Das ist dann nicht sofort nach 5 Minuten oder so. Eine halbe Stunde oder so, teilweise braucht das ja schon alleine dann. Das ist random, ist das. Oh Mann. Ja, Erik, sag ich schon, Stefan, du musst halt mehr online spielen. Ja, ehrlich, ey. Lester labert so viel, da kann er doch jetzt auch mal. Nee, also, jetzt will er ehrlich, nicht, das ist das Problem. Also mindestens Pflicht, das hab ich gerade mal diesen Monat hingekriegt, in einem Monat 136 Stunden zu spielen. Nein, danke. Dann ist das Spiel dann in Real Life, aber egal. So, was nun, können wir jetzt einen Heiß starten oder nicht, Jungs? Ja, einer von euch darf machen. Ja, ich nicht, bei mir geht's ja scheinbar nicht. Bei mir? Also ich kann spielen, wenn du aufmachst. Ich hab da keine Probleme. Ja, ich auch, aber der Rest scheinbar nicht, also... Oder mal, ich ändere mein Routing mal. Ich weiß nicht, ob die anderen dann... Mach doch einfach einen Heist auf, wenn du eben spielen willst, einen Heist. Das geht doch schnell. Oder hast du keine Kohle, Enrico? Das so. Keine 40.000 übrig? Nein. 900 aber kann man nochmal... Mach doch einmal den ersten Heist, dann kriegt ihr beide 76.000. Der erste Heist bringt 76.000 und geht, glaube ich, in einer halben Stunde ist er weg. Ach Mädels, eure Armut. Was hast du immer hier die Arbeitslosen, da schon die Armen. Nein, aussteigen. Nein! Gut, dann versuchen wir es nochmal. Ich hab gerade Geld bekommen. Was macht ihr denn alle immer mit eurem Geld, ey? Unter 100.000 habe ich immer Minimum jetzt inzwischen. Eben um diese. Ich muss immer 6.000 für Munition ausgeben. Obwohl ich nichts verschieße. Versuchen wir es nochmal. Ah, ich habe auch noch 500.000. Ich gebe 100 Euro aus und kaufe mir Fänge. Dann habe ich auch 80 Milliarden. Das geht doch alles nicht. Bei Roller. So, alle eingeladen. Das mache ich bei den Polizisten selber mit. Dann müsste es vielleicht besser gehen. Enrico schrückt dann rüber. Wissen Sie, das Joinen so geht ja instant bei dir. Also das habe ich ja keine Probleme. Wissen Sie, was das ist? Ach, Enrico. Da du so viel machst.
Ich habe gespart 1,6 Millionen. Für was sparst du denn gerade, Okame? Na, was soll's denn sein? Ein kleiner Hubschrauber? Vielleicht der Panzer für 1,5 Millionen? Das wäre so mein nächstes Ziel. Egal. Das wäre so mein nächstes Ziel. Der hübsche kleine Panzer. Für 1,2 oder wie teuer ist der? 1,5 kostet er. 1,5 kostet er. Ich hab die Hydra für 3 Millionen schon, also. Ja, die ist doof. Nee, die ist cool. Nein, die ist doof. Die ist total cool, wirklich. Ich hab da wirklich ein Wochenende gebraucht für 3 Millionen. Okay, ein Wochenende und eine Woche. Ich bräuchte dafür bloß ernsthaft ein paar Euro ausgeben. Ja, wie teuer sind 8 Millionen 74 Euro? Leid, das gebe ich nicht aus. Ich muss, glaube ich, wieder eingeladen werden, ey. Hab ich schon wieder. Ja, ich bin gerade wieder rausgeflogen, oder? Boah. Aber, geht ja eigentlich wieder los. Hallo, bleib da ruhig im Hintergrund. Du hast 1,6 Millionen, weißt nicht wofür, Okame. Vielleicht einen weiteren Schürgeln. Kann er mir geben. Kriegt der Sven 6 Millionen Kopfgeld und ich erschieße ihn damit. Warum? Ich habe überhaupt gar und überhaupt nichts getan. Wieso kann man Geld hin und her schieben? Wusstest du das mal auf? Bloß weil du mit deinem Geld nicht umgehen kannst, heißt das nicht automatisch, dass ich jetzt wieder für deine Geldsorgen zuständig bin, ja? Das verschwindet einfach. Ja, du packst aber das Geld auf dein Konto, ne? Klar. Sag mir nicht, er soll mir jetzt nicht sagen, dass das ganze Geld immer herumgetragen wird. Das ist doch viel geiler. Das ist doch viel spannender. Ich bin schon mal ohne drauf zu achten, bin ich mal mit 80.000 Dollar durch die Gegend gelaufen, ohne Dings. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf geachtet. Und irgendwann einen Tag später habe ich dann eingeloggt und dann, boah, hab ich so viel Geld noch hier rumliegen. Hä? Hätte sich jemand wirklich dumm und dussig gefreut, hätte er mich über den Haufen geballert. Aber manchmal passiert das ja auch nicht. Du verlierst eh bloß random zwischen 1 und 3%. Ja, trotzdem. Boah, ach, ist ja nicht viel. Ich glaube, ich muss nochmal eingeladen werden. Ich habe dich schon mal zweimal eingeladen, aber ich kann es nochmal machen. Das tut so. Gerade hier alles so perfekt nicht. Der Computer sagt nein. Lester sagt nein. Kann jemand genau zu mir kommen, da kann er es hosten. Und nur am Arsch der Welt ist nicht so das Problem. Wieso wohnst du denn am Arsch der Welt? Weil es da geht's nicht. Raketen, komm her, du... Am Arsch der Welt sind die Sonne dagegen am schönsten. Für so einen Romantiker hätte ich dich gar nicht gehalten. Ach, sitzt der am Strand oder und guckt sich den Sonnenuntergang an oder wie? Der zugegebenermaßen nicht ziemlich geil aussieht, das muss man ihm natürlich sagen. Also das ist zugegebenermaßen schon grafisch recht gut umgesetzt. Also Linus, ich habe dich ja schon dreimal eingeladen, du musst doch irgendwann mal eine Einladung kriegen. Das scheint sehr toll zu funktionieren. Ich hab mal alle eingeladen aus dem letzten Backbefall. Ja. Dup, 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 dup. Trotzdem möchte ich gerne wissen, wozu Okame spart. Auf was sie denn braucht. Was brauchst du überhaupt noch? Du hast aber schon alles, oder? Ja, übrigens hat keinen Bock mehr. Oh, nicht schlecht. Ja, bin ich geflogen. Ja, ich bin rausgetappt. Wie? Das ist aber mehr als wie rausgetappt gewesen, oder? Nö, ich bin jetzt wieder reingetappt. Wegen Inaktivität, denke ich mal. Einen dritten Kuba. Reicht dir der Weiß-Schwarze und der Lüller nicht? Was für eine Farbe wär's denn jetzt? Das kann man manche Fahrzeuge mehrmals kaufen? Klar. Mr. Tax ist jetzt offline. Ja, Neustart. Das läuft ja wieder. Ja. Ich brauch auch so ein kleines. Hast du sowas noch nicht? Ich hätte erwartet, dass du schon alles hast, irgendwie, was das an Kriegsgerät bei, wie heißt der Händler, so geben könnte. Erstliga Basketballer in Belgien tot aufgefunden. Warum müssen wir dort da immer gleich erschießen? Oh nein.
Ständig wird irgendwo jemand getötet für irgendeinen Schwachsinn. Ja, so normal. Also ich glaube eher die Frage ist, an welchen Tag ist an welchen Tag auf der Erde keiner stirbt. Ja, aber muss das denn sein? Tut das denn Not sein? Und ein Schimmel mit Geschütz hast du. So, na, immerhin hast du den Pickup davon. Na, immerhin. Der Tax ist wieder online und kriegt jetzt eine Einladung. So. Der ist gerade wieder im Ladescreen Simulator 2015. Was hast, was hast du denn für ein Holz-PC? Bist du noch ein kleiner Dinosaurier verzweifelt? Nee, mein PC ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Und das Ding ist auch, der macht die ganze Zeit gar nichts im Ladescreen. Also weder mein Internet ist ausgelastet, noch irgendwas mit meiner Festplatte oder so. Also. Oder vielleicht mal neu starten, das bringt manchmal was. Also so viele Probleme habe ich mit GTA nicht wie ihr alle, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gerade auch keine Probleme mehr. Ich habe auch keine Probleme. Ich war gerade rausgetappt, deswegen bin ich wegen einer Inaktivität rausgeworfen. Gut, das kann passieren, stimmt, nutze ja. Jetzt nutze ich den Steam-Browser. Der übrigens viel besser ist als der Origin-Browser, falls mir aufgefallen ist. Ja, ich muss ehrlich sagen, wie oft spielt man schon mit Origin? Origin. Ach, für so ein paar EA-Spiele braucht man das schon. Ja, ein paar. Gibt es zum Beispiel mit Steam halt. Ja, klar. Den schnapp ich mir. Das habe ich mir gedacht. Steam benutzt man freiwillig, aber ich kann mich daran erinnern, als das damals bei Counter-Strike dann das erste Mal Pflicht wurde, sag ich mal. Da wo kam er denn nicht ein? Da muss ich, jetzt kann ich ja nicht widerstehen. Da war ich Steam, Steam gegenüber sehr, sehr, sehr skeptisch. Ja, klar, ich mag Steam seit 5 Monaten nicht mehr, seitdem sie dort die ganzen Dinger mit reingezimmert haben. Und 5000 irgendwelche Services aufgehen, dort wir den Steam-Dings dort machen, plus mag ich nicht mehr. Erik, du bist aber zu kritisch. Ja, ich will nicht 12.000 Prozesse im Hintergrund laufen haben, die dann sich. Also, du hast doch so einen monströsen Monster-CPU, lass dich noch ein bisschen arbeiten. Nee. Ich mag aber nicht, die sich gegenseitig dann in den Arsch treten, auf Deutsch gesagt, dann. So. Nochmal das Ganze. Hey, jetzt geht's ab. Wuhu. Ja. Also ich bin einer, der muss ganz wenig Prozesse im Hintergrund laufen haben. Darauf stehe ich. Enrico, jetzt sage ich dir nur ein einziges Mal, du hast echt einen an der Waffel. Ja, aber ich tue mein System pflegen. Und ich tue sämtlichen Scheiß, der im Hintergrund läuft, alles eliminieren. So, dann mache ich mal den Bullen. Denkt daran, dass ihr eure Rüstung umbastelt, ne? Jo. Will ich das annehmen oder nicht? Aber dann muss ich wieder von vorne anfangen. Ich kann die Rüstung nicht anziehen. Ich habe aber gespeichert gemacht. Ja, ich habe da die Rüstung ausgewählt, aber ich habe es jetzt ja nicht an. Okay, aber wir brauchen Ich kann sie jetzt auch nicht im Inventar auswählen. Komm hier, ich kriege auch die Million. Zur Tax, du musst mit Service fahren, okay. Ach ja, hat sie geschrieben. Enrico, wo bist du hin? Wollen wir Mitfahrer ruft doch mal die Polizei übers Handy, das brauchen wir hinkriegen. Wie war das nochmal mit den Dings? Wie kommt man nochmal die Dings nochmal erzählen? Was denn? Auf die Tastatur? Was? Wie man beim Handy auf die Tastatur wechseln kann? Oh Gott. Ich glaube, die mittlere Maustaste. Ja! Hat jemand die Polizei? Ich kann die Polizei nicht rufen mit dem Handy. Aber der achso. Ja. Klar kannst du da. Mal müsste es gehen. Ich glaube, es geht. Wo geht denn das? Kontakt habe ich hier in der Polizei stehen? Nö, einfach 9-11. Und kann man einen neuen Haarschnitt? Man kann nichts eintippen. Doch, mit der Maustaste. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt das auswählen kann. Da musst du, ja, du kannst leider nicht mit dem Ziffernblock, das ist nicht auf PC portiert worden. Ich kann keine. Boah, das ist ja aber irgendwas leckt hier gewaltig. Also hier fallen die ganze Zeit Autos vom Himmel. Ich hab vor allem also Busse. Leute, jetzt habe ich langsam echt, ich habe gesagt gehabt, dass das nicht funktioniert und ich habe langsam echt. So, langsam reicht's mir hin hier, wirklich mit euren Gejammer. Ich kann es nicht ändern. Wenn keiner Kohle hat. Richtig. Mann! So. Also könnte ich die besten Rechner kaufen, die man kaufen kann. Also nicht genug im Spiel, um eine Heißmittel zu starten. Reicht schon.
Jetzt kommen die Bullen. Ne, die kommen doch immer. Warte doch mal eine Runde ab. Es dauert noch ein bisschen, bis die angedrückt kommen. Siehst du? Da hörst du sie schon. Und dann ziehst du einfach nur raus. Brauchst nicht drauf schießen, nichts machen, einfach nur rausziehen. Weil wenn du drauf schießt, hast du gleich zwei Sterne, das wollen wir ja nicht. Kampfstellen stellen. Ja, einer ist ja nicht so. Ach, du bist ja. Ach du, wir spielen wieder zusammen. Und wie lange spielt ihr so jetzt? Keine Ahnung. Gut, dass das so schade, dass es so dunkel ist. Sollen wir mal was wagen? Kann man, denke ich, machen. Keine Tür mehr. Wo ist die abgefallen? Die ist einfach abgefallen. Achso. Oh, die sind diesmal aber hartnäckig. Wir haben es gerochen. Okam ist nachher auch online, ne? Die ist heute Abend auch da. Sehr schön. Solange wir jemanden finden, der es in Hosten kann, ist alles gut. Ja. Ich kann es eigentlich nicht. Da Zai kann das später hosten bei uns. Du hast anscheinend wieder ein scheiß Routing bei dir anscheinend wieder. Sven. Ich hab zwei PCs. Ich weiß nicht, was noch alles in der Leitung sitzen. Irgendwann ist da auch mal Ende. Nee, das hat in der Leitung nicht. Die Telekom routet dich anscheinend wieder zu irgendwelchen anderen Providern scheiße. Also, ist ja. Ich hab heute. VPN an. Also sonst hat es ja immer gut funktioniert. Ja, das sag ich ja. Bei Kunde, das ist das erste Mal, dass ich das hoste. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass ich noch nie einen Hass gehostet habe die ganze Zeit? Doch, du hast schon welche gehostet, da hab ich schon mal für mich gemacht. Ja, normal, unter normalen Bedingungen, aber nicht, wenn ich streame. Was? Daran liegt das nie, es wird einfach nur das Routing-Scheiße sein, denke ich mal. Das ist genau wie beim Stream bei dir, weißt du? Ich kann es nicht, wie gesagt. So, ich hab jetzt VPN angemacht und ich hab kein Problem mit. Es leckt hier nix. Achso, gehst du? Oder geh ich? Dann geh du. Du siehst unscheinbarer aus. Siehst unscheinbarer aus. Ich bin halb angeschossen, ich hab da überall Wunden, das sieht vielleicht nicht ganz so nett aus. Ja, ich kann zumindest auch gut spielen. Also Gegner schießen und so, das geht alles ohne Probleme. Kannst du mir aber jetzt nicht sagen, dass die KI Unterschiede sieht. Doch, bestimmt. Ach, guck mal, der hat Blut. Ach komm, das wird wahrscheinlich einer sein, der die Bank überfällt oder irgendwie sowas, ne? Hi, Taujana. Bin kurz AFK. Okay, ist auch eine gute. Doch, soll ich fahren? Ich glaube, ich habe einen besseren Ping als du. Ja, wäre vielleicht praktisch. Müssen nicht gleich aussteigen, oder? Wo seid ihr beide eigentlich? Bei welchem Provider? Ich bin Telekom EWE. Ich stehe Scheiße, jetzt bist du weg. Ah, ich bin ausgestiegen und du bist wahrscheinlich weitergegangen. Ja, ich habe nicht wirklich mitbekommen, dass du weg bist. Ich nee, guck mal, ob ich wieder zu dir fahre. Ich hab jetzt hier gerade. Ich bin da. Ja, du bist von mir aber noch nicht angezeigt. Nee, so. Das ist jemand anders. Was jetzt? Ich sag doch! Ich rede einfach nicht mehr. Das hat keinen Sinn. Ich hab's gesagt gehabt. Es hat einfach keinen Sinn. Ich hab's gesagt gehabt, es hört keiner auf mich. So. Busa. Ist mir zu blöd. Echt. Ich bin raus, dann kann derjenige ja hosten. Mir hat mal ein weiser Mensch gesagt, das ist nur ein Spiel. Kann derjenige hosten, der jetzt dazu stoßen wollte, der jetzt OpenTS ist und so?
Ja, ich warte, ich komm gleich. Ich mach ganz kurz mit Okama das eben fertig. Danach komm ich. Weil ihr seid doch eigentlich viel im TS, das wundert mich. Ja, aber gerade. ich höre jetzt auf, ich gucke jetzt bloß noch zu. Ja, ich bin gleich, warte, ich mach's jetzt klar. Ich bin mein Bruder kommt auch noch dazu, wenn wir noch jemanden brauchen. Also ich komm gleich da, ich bin gleich mit Okama fertig. Ihr macht mich echt alle fertig, wirklich. Ich hab's gesagt gehabt, aber ihr hört einfach nicht auf mich. Was denn? Ja, ich hab VPN angemacht, will nix. Also ich fand es war wert, dass wir es nochmal testen. Ich hoste jetzt einfach, ich habe die ganze Zeit noch keine Heiz gehostet, wenn ich live bin, das mache ich jetzt auch nicht mehr so. Ist auch logisch, dass das nicht funktionieren kann. In spätestens 15 Minuten wäre ich bereit. Jo. Also ihr könnt euer Geld wieder ausgeben. Welches Geld? Das ist es ja! Mann, ey. Entschuldigung. Wer hat mir nochmal gesagt, ich hätte nie Geld und sei immer pleite? Ich habe das Geld noch, aber ich brauche nichts einkaufen. Ich habe auch noch das Geld. Okay, ein bisschen weniger. Ich habe aber immer noch genug. Ich könnte noch insgesamt 4 Final Heist machen und würde immer noch genug Geld haben. Naja. Ja, in 15, ich bin gleich, ich wie gesagt. Ja, keine Panik. Ich bin gerade in der ersten, die geht ja nicht lange. Ja, guck mal, vielleicht meldet sich das da bei mir. Kann ich auch los. Also ansonsten, wenn ich irgendwie joine, dann dauert das keine ein paar Minuten, dann fängt er wieder an zu nerven. Wurde ja joinen, die Jungs, aber dann geht's so gut heute. Und gestern. Vielleicht gibt sich das ja wohl. Geht ihr durch die ganzen Missionen mit schwerer Rüssi oder wie macht ihr das? Wenn ich es auswählen kann und es kommt Geschieße und so, dann gerne. Klar, warum nicht? Speicherte Outfits kann man eigentlich machen. Ja, aber es ist jetzt gerade eben zum Beispiel bei der Schiffmission, da ging es nicht. Also da habe ich das Outfit ausgewählt, aber als es dann gestartet ist, da hatte ich dann das nicht an. Oh, Lester ruft an. Yeah! Lester ist am Telefon. Was für eine Mission wollt ihr jetzt also spielen? Ein Gefängnisausbruch. Ja, ach easy. Seid ihr gerade in der Lobby oder wie? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem Apartment und dann müsste ich hosten können. Ja, dann mache ich kurz noch eine Mission mit. Ich könnt ihr noch durchspielen, das bisschen da, ist nicht so schlimm. Ah, okay. Ach so, Mission spielt ihr gerade? Ach, die erste. Den ersten Heist oder die erste Mission? Erste Heist-Mission. Achso. Wir sind gleich, es kommt nur noch eine vor allem nur noch das Auto klauen und danach geht's schon los. Ach, mit dem Bohren, oder? Ja, ach, das mit dir, genau mit dem Bohren. Okay, wir mitfahren. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Immer so schön, wenn beim Apartment ganz viele rote Punkte auf einen warten. Warte. Kam hat jetzt ganz komische Haare. Wieso die ganz komische Haare? Jetzt meinst du so, glaube ich, lila gehabt? Wieder pink so artig? Nee, lila hat sie schon vorher, aber ihre Frisur ist anders und ich will da jetzt nichts zu sagen. Du magst sie nicht. Kennst du, wenn, hoffentlich guckt sie nicht ins Stream. Ach ja, ich kann jetzt! Okami hat mir geschrieben, dass sie jetzt gerade eben den Heist lieber beenden möchte. Ja, das ist klar, du hast über ihre Haare hergezogen, das hast du natürlich verloren. Tut mir leid, Okami, wenn du das hörst. Das hast du verloren. Egal, ist halt so, das Leben ist halt schwer. Okay, könnt ihr mich einladen? Einladung kommt gleich. Boah! Das hast du bei Okama wahrscheinlich voll verschissen. Na. Die hat, boah, die Autos, aber alle sind die gleichen Farbe. Mädchenfarben halt, ne?
das ist ja wieder sexistisch schon wieder Mädchenfarben. Meiner ist auch rot-golden, also das ist ja auch eigentlich Mädchenfarben. Lila habe ich auch einen gehabt, die muss ich leider umsprayen, weil ich leider dummerweise die gleiche Farbe erwischt habe, wie du kamen. Was? Der möchte jetzt mal mit dem Fieser überfallen. Ach, das ist doch scheiße. Lass jetzt mal. Nee, die habe ich doch schon. Warum kann ich denn jetzt... Nee, anscheinend kann ich nur den ersten nutzen. Naja, also mein Anzug, den ich gerade rumlaufe, wahrscheinlich gefällt auch nicht jedem. Mir eigentlich auch nicht, aber egal. Mädels. Das sieht aus wie so eine riesen Ganzkörperwindel. Wer es braucht? Ja, ich. Okay. Ich kann es ja nicht halten. Na dann. Schönen guten Tag. Hallo. Ach, nee. Ich warte auf die Einladung, ne? Ja, ich kann nur den ersten starten. Ach so. Soll ich dann? Mach mal bitte. Ja. Ich guck kurz, was Okama geschrieben hat. Ja, ich glaube, die geht raus. Ich glaube, die hat es nicht geguckt. Aber gedacht, dann tut mir leid. Also, wenn Autos vom Himmel fallen, das könnte passieren. Ach, das wird schon. Grafik hatte ja vorher nochmal übertaktet. Welche soll ich die Finanzierung armer machen, damit die eine gefüllt ist? Oder was soll ich anmachen? Ich kann ja jeder anmachen. Dann müssen wir die zwei, damit wir die zu Ende führen können, damit Mr. Tax, ich weiß nicht, bis der Tax noch da ist. Ich bin noch still. Da. Ah, okay. Ja, also, dass die also welche führen können. Anmachen? Machen wir die zweite. Die zweite? Okay. Easy. Kann ich dann Wärter machen, dann töte ich die alle. Jo. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich lade dich dann ein und du lädst dann die anderen ein, ne? Ja, genau. Ja, ich klicke wieder rum. Tut mir leid. Von wem werde ich? Wurde ich eingeladen oder? Ich lade dich schon ein, keine Ahnung, keine Panik. Okay. Nicht Matthäus, wir, der ist niemand von uns, oder? Hi Engel! Bitte was? Matthäus, wie ist keiner von uns. Wer ist das? Ah, keine Ahnung, von dem man keine Ahnung kommt. Ja, war ich gerade nicht sicher, ob das jetzt. Ich heiße ganz komisch. Okay. Kannst du niemals selber aussprechen, also. Was soll das? Money. Ich auch kann einladen. Warum kann ich dich nicht einladen? Du müsstest mich in der Freundesliste drin haben. Ich schließe kurz, weil ich möchte nicht, dass Okama die Einladung kriegt. Naja, Versuch. Du, sag ja. Hoffe nicht, dass mich das nochmal 20.000, 40.000 gekriegt hat. Egal. Ab hier. Das hier, ne? Hast du eine bekommen? Sekunde. Von Maxim habe ich eine bekommen, aber von dir noch nicht. Ja, ich habe eine geschickt. Ah, jetzt kommt, ja. Ja, Gefängnisausbruch ist richtig. Dann lad die anderen auch ein. Na klar. Guck mal, ich hab meinen Ebel-Knebel-Anzug sogar an. Ach du Scheiße. Ich wechsel den natürlich gleich. So. Jetzt vielleicht. Geht's jetzt. So. Ich hoste sogar. So. Also. So.
Also für fliegende Autos oder, also das ist jetzt Scherz, weil das ist dann ja nur eine Art, dass ich mich modde jetzt nicht oder so, ich cheat auch nicht, sondern wenn die werden immer, die werden immer, das ist ja das Problem bei den Autos, die werden immer oben, praktisch überhalb der Straße gespawnt. Das habe ich auch ab und zu mal. Deswegen sage ich ja, da entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Wenn du besonders schnell fährst zum Beispiel, dann passiert dir das häufiger mal, dass du so Autos spawnen siehst. Ploppen die so auf.